Ja, hallo liebe Leute, eine weitere Folge Fishing Planet, immer noch am Amazonas und ich will hier riesen Antennenwälse fangen. Und wie es aussieht, ist jetzt auch einer dran am Köder. Deswegen habe ich die Aufnahme jetzt erst gestartet, weil ich habe drei Anläufe gebraucht hier. Immer wenn ich die Aufnahme vorher starte, dann beißt nichts. Ich muss immer erst den Fisch an der Angel haben und dann kann ich die Aufnahme starten. Und dann funktioniert es. Dann fange ich hier einen Trophy mit 79 Kilo. Das darf nicht wahr sein, ey. Einmal sogar abgereist, neu angereist hier, weil die Zeit hier vorbei war mit den Welsen und es hat einfach keiner gebissen. Solange die Aufnahme läuft. Passiert hier nichts. Aber jetzt hat ja endlich einer gebissen. Die Aufnahme läuft. Ich hoffe, dass jetzt während der Aufnahme dann noch mal einer beißt. Aber wie ich mein Glück kenne hier, ist ab jetzt wieder nur noch gezuppelt. Aber nur ganz kurzes Gezubbel, so einmal ganz zaghaft und dann ist der Fisch wieder weg, despawned. So, und als nächstes hätte ich jetzt gern einzigartig mit über 100 Kilo. Der fehlt mir noch. Trophy mit 92 Kilo habe ich schon. Mir fehlt einer über 100 Kilo, am besten sogar über 140. Also einen einzigartigen. Ich glaube, die gehen hier bei 140 los. Aktivität ist noch voll da. Also Bisse sind möglich. Spot und Ausrüstung zeige ich euch im Laufe des Videos noch. Ich mache das nicht mehr, dass ich das am Anfang zeige, weil dann schauen die Leute nur den Anfang des Videos und dann machen sie das Video aus. Und dann habe ich hier in der Statistik dann, dass die Videos immer nur so 3-4 Minuten geguckt werden, obwohl sie ja teilweise bis zu einer Stunde lang sind. Und ich mache die Videos ja nicht aus Langeweile, sondern als Anschauungsmaterial für euch. Und das ist wie in der Schule, ne? Da muss man schon den ganzen Unterricht angucken irgendwie und nicht nur die ersten 5 Minuten und dann nach Hause gehen. So geht das nicht. Immer schön durchgucken, von vorne bis Ende. Überall ist wichtige Information versteckt. Bisschen was am Anfang, bisschen was in der Mitte und bisschen was am Ende und zwischendurch auch noch. Ein bisschen Info könnt ihr hier oben rechts schon sehen. Großen Schnittköder, Hakenraute 10-0. Jetzt bin ich aber schon wieder aus dem Gebiet raus hier. Muss ich nochmal neu auswerfen.
Na, jetzt geht das los, ne? Bing, einmal kurz gezupft und dann wieder weg. Sobald ich die Aufnahme am Laufen habe. Ist aber hier nur bei den Welsen so, komischerweise. Die Haie beißen während der Aufnahme, die Arapaimas auch. Aber alles, was tief ist, so wie die Welse hier auf 5,50 Meter. Da ist eine Info. Ne? Die 5,50 Meter Tiefe. Da zupfen sie dann, wenn ich die Aufnahme laufen habe, nur einmal kurz, das macht Bing, macht einmal kurz Zupf, dann ist der Fisch wieder weg. Und das kann es irgendwie nicht sein. Wieder bin ich einen halben Kilometer weg von. So, einen will ich jetzt noch fürs Video fangen hier. Ich hoffe, es beißt noch einer während der Aufnahme. Nicht, dass ich wieder die Aufnahme ausschalten muss, damit einer beißt. Noch sind wir mitten im Aktivitätsgebiet mit der Pose. Muss nochmal neu auswerfen. Hat alles keinen Sinn so. Jetzt werfe ich mal direkt auf die Markierung. Aber die Strömung ist auch nervig hier. Treibt immer weiter weg von dem Punkt.
Aktivität wird langsam schon wieder weniger hier. Wieder nur einmal bing, einmal kurz gezuppelt. Klappt einfach nicht. Während der Aufnahme beißen sie einfach nicht. Zuppen einmal kurz und dann despawnen sie wieder. Was soll das? Kann doch wohl nicht angehen, ey. Okay Leute, ich zeige euch noch kurz den Spot. Und zwar ist das an diesem Platz hier. Das ist die Markierung. Hier ist die Flussmündung. Und da fahrt ihr von hier. Da ist der Bootsanleger, fahrt ihr entweder hier durch und dann hier runter oder die nächste Einfahrt hier runter und dann hier in dem Gebiet hier. Da beißen sie. Und Ausrüstung zeige ich euch auch noch. Das ist die Spelllauncher 320 mit 30,3 Kilo, dazu die Match Catch 9000 mit 30,5 Kilo. Schnur habe ich die Braid 032 mit 30 Kilo, die Wacklerpose für hohes Gewicht, das Titanvorfach 04, 31,6 Kilo, Raute 10-0 Haken und großen Schnittköder, und zwar die neuen großen Schnittköder. Ja, und wie gesagt, hier auf 5,50 Meter Tiefe. Tiefste was geht mit 50 cm Vorfach, mit 25 cm Vorfach kommt er natürlich nur auf 5,25 m Tiefe. Jo, und das war's dann für das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.